Diesen IKEA-Lifehack musst du einfach kennen. Nimm von oben heraus einen Stift und natürlich auch eine Produktliste. Dann geht ihr in den Wohnbereich, wo die ganzen Bücher sind, weil hier gibt es ein bestimmtes Buch, das heißt Block 2005 bis 2007. Das ist meistens in so Schränken versteckt. Dieses Exemplar hat 557 Seiten. Die Zahl müsst ihr euch jetzt nicht merken, denn ihr schreibt die auf diesen Zettel. 5, 5, 7. Jeder IKEA hat inzwischen so einen Gaming-Bereich. Der Punkt Regal wird hier ganz wichtig. Ihr seht diese Hand hier, dann nehmt ihr jeden Finger, der hier ist. Ihr wisst ja, 5 Finger. Und deswegen wird das Regal Nummer 5 sein. Wenn euer IKEA jetzt irgendwie 2 oder 3 Hände hat, dann müsst ihr dementsprechend 10 oder 15. Die Küchenabteilung ist natürlich das nächste Puzzlestück. Wir haben hier nämlich 1, 2, 3 verschiedene Weizenmehltypen. Dann schreibt ihr in das Fach eine 3. Jetzt müssen wir zu dem Regal und der Fachnummer. Und wenn ihr am Regal angekommen seid, schickt ihr das Video an alle Freunde, dessen Zeit ihr verschwenden wollt. Was habt ihr gedacht, was passiert?